Hallo, ich trage heute ein Lied vor von Hermann Leopoldi. Dieses Lied stammt aus den 50er Jahren und manche Textstellen darf man nicht mehr so eins zu eins auf die heutige Zeit übertragen. Jetzt geht's los. Erstmal Luft aufpumpen und dann beginnt die Musik. Ich bin ein Krankenkassenpatient, der zum Doktor nur rennt, wegen Zähne. Und weil einmal 3 Monate nur gültig ist mein Schein, muss ich alle 3 Monate hinein. Überall Beamte, ein ganzer Schock, Beamte. Sehr freundliche Beamte, doch kennt sich im Haus kein einziger aus. Der Erste sagt auf 302, der Zweite sagt auf 203, der Dritte sagt auf 410, zum Chefarzt müssen's gehen. Und so fahr ich mit der Bahn ab in Badalust, auf in den dritten Stock, vierten Stock, wieder mit dem Badalust, auf in den ersten Stock, zweiten Stock, wieder mit dem Badalust, auf in den dritten Stock, vierten Stock. Und nach all den Laufereien krieg ich endlich meinen Schein. Herr Leopoldi, es ist sehr bitter, sprach der Zahnarzt, als er mir in meinen Mund hineingesetzt. Ich muss morgen eine Brücken, denn sie haben da vorne Lücken und hinten ist ein Anneschen. Ja, da nimmt's mein letztes Zahnlaut, jetzt geht's mir schon in Riss. Ich brauch kein goldenes Kronlaut, ich will ein neues Gebiss. Wer da die Zehen mir reißen, der gute Waffenmann. Jetzt kann ich wieder beißen auf Meister Porzellan. Es hat mir wehgetan, schon seit Wochen. Ich hab mir hinten was verstaucht oder gebrochen. Meine alte tut darauf bestehen, ich muss zum Doktor gehen, na Ihnen. Es hat mir weh getan, ununterbrochen, nur bin ich schließlich noch zum Kassenarzt gekrochen. Der holt sein Stethoskop heraus und sagt, zieht sich mal aus, na Ihnen. Und wissen, von was sie sich nähern. Dann legen sie sich auf den Bauch, denn hinten beklopfen wir sie auch. Dann lassen wir sie röntgenisieren. Es weichen die Leber, die Nieren. Und wenn ein Bett dann frei ist, was vielleicht erst nächsten Mai ist, dann lass mir sie von der Kasse, dritter Klasse, operieren. 25 Betten in einem Raum, nach einem Jahr schon erfüllt sich mein Traum. Am nächsten Morgen ohne Pardon führt man mich schon zur Operation. Er steht maskiert, er schleift das Messer und dirigiert. Duftende Wolken hüllen mich ein. Ich kriege Rauscher ganz ohne Wein. Und schon im Halbschlaf kommt es mir vor, als höre von fern ich der Engel. Und schneid man auf, was
nicht mehr dran, weil auf der Welt nicht ein Leben stehen kann. Hat der Pech dann gar nicht richtig der gefunden, hat der Glück dann gut dann nur wieder gesund. Ich habe die Operation gut überstanden und ich hoffe, ihr schaut auch weiterhin meine Videos. Darum bitte abonniert meinen Kanal. Tschüss!